Moin, hallo! Geht es hier schon los? Sind wir schon hier live am Start? Moin schon mal hier und willkommen hier zum wahrscheinlich letzten Mario Bros. Stream und zum letzten Stream 2019 hier auf Pius. Moin schon mal an Jan, Philipp, Maxi und Benutzer Arthur, die schon mal da sind. Leute, YouTube Glocke geht das schon wahrscheinlich jetzt gleich raus. Time Gamer ist auch schon mal am Start. Moin! Ja. Wir spielen heute Welt 6 und Welt 8 auf jeden Fall. Und das ist der letzte Stream in diesem Jahr. Oh mein Gott. Roxem, hallo, moin. Ja, und dann kommt am 31. natürlich noch der Jahresrückblick, ist ja ganz klar. Und mein Ziel ist auf jeden Fall heute, möglichst wenig zu sterben. Erstmal moin hier ein Hammer Bro, BTS, BBCW, bester Name, hi. Ah ja, Pius wieder mal im Stream, ja. Hallo, du Dead One, Weird. Pikachu, Alter, was habt ihr denn für einen Namen heute hier? Moin, Jui, dich kann ich noch, hallo. Du bist doch der Talos, ja? Ja, kann sein, ne? Hallo Marvin Freiweg, moin, hallo Lars, hallo Fantendo X2, moin, Secret, hi. Ich habe ich vor kurzem mal Sweep gesehen in den Kommentaren. Moin, was geht? Ja, ich bin auf jeden Fall hier der größte Skiller in Mario Bros. Das Block, moin. Habt ihr das Spiel damals in der Kindheit auch gespielt? Ich zumindest habe es damals gespielt. Aber an diese Level erinnere ich mich hier so gut wie gar nicht mehr. Man sieht es, glaube ich, auch. Läuft wieder optimal auf jeden Fall hier, ne? Mach Speedrun, ja, auf jeden Fall, okay. Speedrun! Oh! Erster Tod nach 1 Minute 30, sehr gut. Optimal, so läuft das hier. Daumen hoch, Leute, für meinen Skill, man kennt's. Ja. Schon wieder optimal. Wie geht's dir fürs? Mir geht's eigentlich wunderbar, ne? Ferien sind ja immer gut. Frei zu haben, Weihnachten war ganz nett. Viele Geschenke wieder bekommen, ein bisschen Geld, bin jetzt wieder Millionär geworden. Ja, Mann. Endlich wieder Millionär. Jetzt kann ich mir eine Villa kaufen gehen, ja, man kennt's. Aber doch, ich bin ein bisschen sauer auf YouTube. Die haben mich diesmal mal komplett abkassiert. Und zwar, alle, die beim letzten Stream dabei waren, da kamen ja 6 VIPs. Ich muss ja den ganzen Sound hier ein bisschen leider machen, ich krieg hier schon wieder Ohrenkrebs. Und zwar, alle, die beim letzten Stream dabei waren, da waren ja irgendwie 6 neue VIPs oder so dazugekommen, ne? 6 neue VIPs. Und ja, das ist keine Ahnung, wie viele Euro das sind. 20, 30 Euro oder so. Davon hat mir YouTube bisher 0 Cent auf mein YouTube Analytics Seite gehauen. Also bisher gehört alles denen anscheinend. Keine Ahnung, was da wieder schiefgelaufen ist. Die gönnen mir gar nichts mehr anscheinend. Wollen mich komplett abkassieren, keine Ahnung. Aktuell gibt es ja eh wieder haufenweise Bugs. Dann werden die Abos wieder hier abgezogen. Oder yeah, auf Todos haben wir das Best-of hochgeladen, Leute. Ich spoil euch jetzt alle mal ein bisschen hier. Auf Todos haben wir das Best-of hochgeladen und ja, die Videolänge im Studio ist einfach mal doppelt so lang, als sie eigentlich ist. Also selbst bei Videolänge gibt es irgendwelche Bugs. Keine Ahnung. Alles voller Bugs hier. Hallo Daniel, moin. Wo muss ich denn hier überhaupt hin? Bin ein bisschen überfordert. Ah ja, ich gehe mal nach unten, wunderbar. Ja, auf jeden Fall, die kassieren mich auf jeden Fall hier richtig ab heute wieder. Komplett. Wirst du hier abkassiert? Oh. Ja, die zweite war immer da oben, ne? Belastend. Hallo Nils. Moin. Und hallo auch Antonadino, hallo. Super. Was ist daran super? Du meinst was anderes. Pius, Speedrun, stirbt eine Sekunde danach. Ja, man kennt's halt, ne? Man kennt Speedrun, los, ja man. Ich bin halt hier Profi. In 6-2. Die hinteren Level sind nicht so leicht, ne? Körperskuchen noch mal an dich hier. Die hinteren Level sind nicht so leicht. Und noch hallo an der Pupsi Fuck X. Oha, toller Name. Wir sind nicht mehr Oh, hallo. Wir sind jetzt nicht mehr werbefreundlich. Sehr belastend auf jeden Fall. Und ich bin Profi. Also ich bin mal gespannt, wie der Bowser-Kampf hier ist. Ich kenne ihn gar nicht mehr. Habt ihr das Spiel durchgespielt? Schreibt es mal in den Chat. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der Bowser-Kampf am Ende ist, der Bosskampf. Ich habe euch jetzt alle gespoilert, ne? Ich weiß. Der Endboss ist Bowser, Leute. Ich weiß, ihr hättet es alle nicht gedacht. Ich hätte jetzt bestimmt gedacht, Piranha-Pflanze oder so ist der Endboss. Ne, leider nicht. Thunderbat, moin. Was geht? Ist Luigi's Mansion zu empfehlen? Ja, alle drei Teile sind sehr gut eigentlich. Was soll das jetzt hier werden? Oh, Junge. Alle drei Teile sind ganz gut, also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Der zweite ist ein bisschen spezieller. Die ersten, 1 und 3 sind recht gleich. Soll ich spoilern?
Ich habe ihn ja schon mal durchgespielt, das ist schon ewig her. Oh, Junge. Was geht in diesem Level eigentlich ab hier? Alles sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Kann man hier rein? Hier kann man rein. Okay, wunderbar. Aber die Steuerung von Online-Modus bei Luigi's Mansion 2, naja. Die Steuerung ist allgemein so ein bisschen immer das Problem bei Luigi. Zumindest für einige. Auch im zweiten Teil war sie nicht optimal. Irgendwann wurde sie ja besser durch die, durch dieses Pad, damit man die Kamera bewegen kann. Weil der originale 3DS hat ja gar wie heißt denn das Ding beim 3DS? Das ist ja kein Joystick, das ist irgendwie so ein Drehpad, ne? Kennt ihr wahrscheinlich. Das haben ja nur diese New Nintendo 3DS Dinger und auch auf dem kann man erst Luigi's Mansion 3 oder bisher das im zweiten Teil mit einer Kamera Bewegungseinstellung spielen, ja. Shieldpad, ja genau, so ein Ding halt. Genau. Seitdem geht das erst. Ich bin Profi! Alle drei Star Coins! Was ist los? C-Pad, ah ja. Ja gut, ich bin jetzt hier nicht so im 3DS-Business. 3DS war nicht meine Zeit. Also eigentlich schon, ich hab ihn natürlich besessen. Aber ja, ich war froh, als ich die nicht mehr benutzen musste. Ich sag mal so. Wie das Game, was für 3DS rauskam, habe ich mich mal geärgert, weil es hätte in der Theorie auch ein Wii U-Game sein können und das hätte deutlich besser ausgesehen. Deswegen fand ich 3DS-Games immer relativ belastend, in meinen Augen. Weil es immer alles ein Wii U-Game sein könnte, was es denn leider doch nicht war. Nintendo, ich hätte lieber Wii U-Games gehabt, ihr seid voll gemein. Voll die Oberticken. Gamer! 2073, moin. Pius, was für ein 3DS hast du? Ich habe den ersten. Und zwar in Blau. Oder Aquablau heißt er, glaube ich. Das ist mein 3DS, den ich habe. Farbe ist sehr schön. Ja. Moin noch an Obi-Wan Kenobi. Servus. Moin hier zum letzten Stream des Jahres. Am 31. kommt halt, wie gesagt, ja, mein Jahresrückblick, ne? Der wird jetzt nicht so lang gehen. Also ich mache hier keine 5 Stunden oder so. So viel gibt's da nicht zu sagen. Ich war in der Schule. Ich habe Videos gemacht. Und ich habe Totals gestartet. Ey! Aber ein bisschen mehr kommt da doch noch, Leute. Also, guckt da alle rein am 31. irgendwann am Nachmittag oder so. An dem Tag gucke ich mir den ganzen Tag Jahresrückblick an. Ich freue mich schon. Das ist irgendwie immer ein cooler Tag irgendwie. Das ist mal eigentlich ganz amüsant. Erstmal ein neuer Abonnent. Dankeschön an. Ich wollte gerade reingucken, ne? Super, danke schön auf jeden Fall, moin. The Killer, auch moin an dich hier. Please, mach 5 Stunden. Ah ja. Pius, wirst du Animal Crossing für Switch kaufen? Yes, was ist denn das für eine Frage? Na klar. Na klar. Was ist denn das für eine Frage hier? Sag mal. Allgemein ist der Nintendo sehr klug. Oh, Junge. Weil selbst Leute, die vielleicht gar keinen Bock so wirklich auf Animal Crossing hätten, kaufen es vielleicht einfach nur, weil nichts anderes rauskommt. Ich kann es mir zumindest vorstellen. Was ich mir vorstellen kann, dass ich hier sterbe, ey. Deswegen Feuerblume bitte einmal. Das war zumindest bei mir so. Ich habe so Games gekauft, die ich eigentlich gar nicht unbedingt gekauft hätte. Wie zum Beispiel Kirby oder so. Wenn da was anderes gekommen wäre. Wer ist der Erzfeind von den Toads? Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Oh Junge, renn. Ja, geil. Oh, bitte sterb nicht. Oh, Hilfe. 4 Stunden Blackscreen. Ja, zum Beispiel, ja. Das ist optimal. Oh, habe ich jetzt hier nirgendwo ein Power-Up? Schaffe ich niemals. Hilfe. Hallo, Bowser Junior. Oh Gott. Oh Gott. Oh, Skillig. Nein, ich hab Angst. Der springt gleich. Oder? Der springt ja gar nicht. Der ist ja voll einfach. Der springt ja nicht mal. Lol. Der ist ja voll einfach. Wo sind jetzt die ganzen Zuschauer hin, Lul? Nintendo fängt an zu streamen. Oh mein Gott. Nee, keine Ahnung, der streamt ja nicht mal. Einfach mal über die Hälfte weg. Ah ja, Leute. Das war schön mit euch. 6-3. Auf welchem Kanal machst du am liebsten Videos? Naja,
Grundsätzlich auf Pius. Auf Streams sind es einfach nur so One-Taker. Lag. Ach, der Stream ist wieder abgekackt, oder was? Nee. Ja, doch, es gab aber mal Lag. Ah, ja. Hm. Komisch. Skill, ja. Das war gerade echt gut von mir. Bin da richtig stolz auf mich. Allgemein, das Stream-Projekt lief ja jetzt hier nicht so optimal irgendwie. Mauboss Wii war vor einem Jahr ein bisschen erfolgreicher. Jetzt gehe ich weinen. Was ist denn das für ein... Ja, moin! Was ist denn das hier für ein verrücktes Ding? Mach Shiny Hand. Oh Gott, Pokémon. Nee. Mit Pokémon kannst du mich jagen. Pokémon kommt mir hier nicht ins Haus. Ich habe zwar Pikachu, Let's Go Pikachu, aber ist einfach nicht ein Spiel, es ist keine Spieleserie, was mir so wirklich Spaß macht. Vor allem Pokémon ist wirklich das allerletzte, was auf YouTube irgendeiner sehen will. Pokémon ist wirklich absolut lost. Da kann ich auch lieber am Blackscreen streamen. Hallo Piranha-Pflanze. Wie die spucken tut, Hilfe. Die haben so zwei Animationen, die sie immer wieder abspielen. Da rein? Nö. Okay, geh ich hier lang. Nein, da waren Star Coin. Belastend. Dass sie immer auf den Touchscreen wechseln, ist ein bisschen nervig, finde ich. Jan Philipp, moin. Hey, du Noob. Bisher läuft sie ganz gut. Ich weiß gar nicht, was du willst. Bisher läuft hier skilltechnisch alles wunderbar. Du Oberzicke, du. Immer diese Verurteilung hier. Ich glaube, so einen Block hat man danach auch nie wieder gesehen. Das war Sand. Und dich finde ich sehr geil. Du bist mein Stream-Zuschauer, hallo. Du gibst mir das Geld, was ich brauche. Oh! Aber bitte nicht den Tod, Junge. Junge, Junge, Junge. Was ist los mit dir? Ist hier oben auch mal eine Starcoin? Ah, da oben ist ja eine, ne? Oben. Oben. Ich traue mir das. Nö. Naja. Was zockst du halt noch so? Das hier auf jeden Fall. Und dann mal gucken, ne? Nachdem wir schnell wieder durchkommen. Bis zum Bowser-Kampf, ne? Dann können wir vielleicht noch Mario Maker oder so machen, je nachdem, wie schnell wir hier durchkommen. Als ob ich nur eine Starcoin habe, voll belastend. Ist das Mario Bros. DS, ja? Das ist der DS, meiner Meinung nach auch einer der besten Teile bisher. Und Infirate, ich bin endlich zurück. Nice, willkommen hier zurück. Hallo. Was nimmst du für 2019 vor? Ja, auf jeden Fall diese drei Kanäle gut machen zu wollen. Also sowohl Pius bekommt hier seine geschnittenen Videos und so ein paar ab und zu auch mal so ein paar Gameplay-Videos, je nachdem, was sich so anbieten tut. Und natürlich Animal Crossing. Das wird hier im März auf jeden Fall stark kommen. Ist auch das einzige Game, was irgendwie rauskommt, also. Was soll man sonst machen, ne? Ist ja schon das Problem irgendwie. Es kommt einfach nichts raus aus Animal Crossing. Da freue ich mich sehr, sehr drauf. Deswegen wird auf jeden Fall Animal Crossing kommen. Ich wünsche mir ein neues Mario Kart. Was soll das jetzt hier werden? Achso. Ah ja. Ich habe mich schon gewundert. Ja, geil. Ja, Mario Kart 9, ne? Wäre auf jeden Fall richtig optimal. Sweep. Zweitkanal Sweep. Der kriegt Videos von draußen. Ja. Und neues sieht auch noch toll aus, aber das mache ich ja nicht alleine. Ich bin da eher so die Kontrollperson. Ich gucke, ob die Videos gut sind. Bin hier Quality of Life. Kontrollstation. Wir prüfen auf Qualität. Hallo. Was soll das hier für ein Ding sein? Moin an Sebi, moin. Ich dachte, das wäre 2020. Ja, habe ich 19 gesagt. Ja gut. Ja gut. Tetris 99. Ja, mal gucken. Da war gerade wieder der Blackscreen. Der Stream hat sich viermal geloopt. What? Was? Ah ja. Ah ja, Stream hängt die ganze Zeit. Bei mir ist irgendwie alles grün, ne? Weil YouTube sagt mir, sehr gute Verbindung. Hm. Welches Spiel wünschst du dir am meisten? Realistisch bleiben. Mario Kart 9. Also es ist für mich wahrscheinlich, warum nicht? Alle drei Jahre kommt ein neues Mario Kart. Das ist Gesetz eigentlich. Deswegen ist 2020 eigentlich wieder Zeit dafür. Was ist das hier schon wieder? Das Level ist irgendwie sehr komisch. Was soll ich hier machen? Das Level wirkt irgendwie auf mich wie so ein Mario Maker Level, wo so ein Dreijähriger keine Ideen hatte. Und irgendeine Scheiße einbaut. Hyped auf Breath of the Wild 2? Na klar, den ersten Teil war sehr geil.
Allgemein die Zeit, wo die Switch rauskam, oh mein Gott, das war echt episch. März 2017, das war sehr nice. Na, dieses Jahr kam auch Tour, aber ja, ah, Junge, das Game, das ist ja schneller langweilig geworden, als ich, das Game, das geht ja gar nicht klar. Habe ich ja beim Video thematisiert. Du bekommst einfach nichts. Vor kurzem war da auch einer ganz lustig. Ich habe einen Kommentar bekommen wie... Ja, was war denn das nochmal? Hat er irgendwie gemeint... Ich habe immer sehr viel Spaß an dem Game. Mach mal nicht das Spiel runter. Irgendwie müssen dich die Entwickler doch finanzieren. Jetzt tu mal nicht so. Was ist denn da los mit dir? Ich denk mir so, oh ja... Und man braucht die ganzen neuen Fahrer nicht. Man kann sie auch so spielen. Und ich habe voll viel Spaß daran, immer und immer wieder dieselben Strecken zu spielen, weil man lernt die Abkürzung kennen. Mario Kart Tour ist mit Abstand das Mario Kart mit den wenigsten Abkürzungen. Aber okay, man muss Abkürzungen kennenlernen, deswegen spielt man jeden Tag dieselben Strecken. Ja. 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 Welche Abkürzung? Wo willst du denn da abkürzen, Junge? Ich kürze ab, indem ich das Spiel deinstalliere. Das ist meine Abkürzung. Oh, nö, du! Ja, optimal. Als hätte Nintendo nicht genug Geld. Ja, vor allem, das ist einfach nur so ein Abzocksystem. Und der rechtfertigt das mit Finanzierung. Wärst du... Ich gucke am besten nicht in den Chat, wenn ich nach links laufe. Wärst du Animal Crossing streamen? Na klar, das ist kein Videoprojekt. Weil ich will ja die Städte besuchen von euch und so. Das machen wir schon im Stream, ist ja ganz klar. Was ist denn das für ein Idiot hier eigentlich? Ich habe jetzt gerade nicht gerade die Blumen. IPU, schon mal frohes neues Jahr. Nein, nicht frohes neues Jahr. Das heißt guten Rutsch ins neue Jahr, du Keck, du. Man sagt nicht frohes neues Jahr. Guten Rutsch. Wir rutschen alle ins neue Jahr, irgendwie so. So heißt das hier vor dem Ende. So heißt das hier. Wieder was gelernt. Was ist das hier für ein Panzer? Was ist das allgemein hier für ein Level? Also irgendwie die Welt kommt mir ein bisschen komisch vor. Der Aufbau ist sehr merkwürdig. Habe ich nicht so in Erinnerung, dass das hier so merkwürdig aussieht. Aber okay. Sehr, sehr komisch. Hallo, Knochen trocken! Aber hey, immerhin. Ne, Power Up, schon mal ganz gut. Pius Noob, nee. Hi, auch an Dirschan. An Dirschan, was geht. Hallo! Übrigens ein Update zu meiner Typee-Seite. Neuestens kann man da nicht nur per PayPal spenden, sondern auch über Paysafe-Karten und Banküberweisung. Voll krass, ne? Die Ankündigungen müssen sein. Pius rutscht die McDonald's-Rutsche ins neue Jahr. Das könnte man so sagen. Was soll ich da jetzt machen? Ah ja, einfach direkt ein bisschen nach links steuern. Oh, Junge. Oh, Junge. Ja, was? Ja, toll. Ja, was geht denn jetzt ab hier? Warte, ist denn? Warte mal, hallo. Oh, ich muss hier mal, wenn ich am PC immer spiele. Sebi! Yay! Junge! PSC danke! Ist endlich leer. Drei dir paar Kugeln Eis im Winter mit den 5 Euro. Kleiner als 3 ist gleich Eistüte LOL. LOL, danke dir. Auch Herz und Pilz für ihn in den Chat. 5 Euro? Gerne. Gerne. Danke. Leute, gerne die 5 Euro, ne? Ihr wisst Bescheid. 5 Eiskugeln, ja. Ja gut, bei mir kostet eine Eiskugel 20 Euro. Ich bin heute auf jeden Fall wieder komplett lost. 1,20 Euro kostet so eine Eiskugel bei mir inzwischen. Da reichen 5 Euro nicht für 5 Eiskugeln. Gerne, ja, man kennt's. Moin, hallo, let's dom, was geht? Was ist das hier für ein Ding? Sehr komisch. Ah ja, komm, die Starcoin nehmen wir auf jeden Fall noch mit. 100% bin ich ein bisschen inkompetent, wie man sieht. Aber die nehmen wir auf jeden Fall unseren Nacken hier mit. Sehr gut. So, und jetzt machen wir ihn fertig. Ab in die Burg. Wie kann ich es mit Starcoin versauen? Das ist eine gute Frage, ne? Oh, Junge. Was ist denn bei dem los? What the fuck? Der hockt einfach 3 Stunden im Panzer? Warum gibt es da nicht 2 Türme?
Gibt's es einen Checkpoint? 1,20 Euro kosten die bei mir auch. Hab mal 1 Euro gekostet. Ja, die haben mal 50 Cent gekostet. Das ist ein Checkpoint. Toller Ort dafür. Ich freue. Oh, hallo. Ah, hi. Moin. Was, ein Noob? Was willst du von mir? Alter, einer meiner Lieblingsspiele. Hallo, Yasin. Was geht? Ja, war auch eines meiner Lieblingsgames. Obwohl ich diese... Wo kommst du her? Wer hat dich ins Land gelassen? Und wer schiebt dich wieder ab? Das sind die Fragen, die ich mir stelle. Der war eben nicht da. Wo kommt der jetzt her? Jetzt willst du mich komplett verarschen, oder was? Ja, was ist denn? Ja, jetzt geht's aber los hier langsam. Oh, hallo Block. Ich brauche deine Hilfe. Oh, hallo. Kollege. Komm mal schön her. Ja, heute platzt wieder was. Hä, hey, jetzt ist er nicht da. Wo, hä? Muss ich das verstehen? Ah, hier ist immer ein Pilz. Sehr gut. Also irgendwie ab und zu ist er da, dann ist er wieder nicht da. Aha. Mhm. Erkläre mir bitte den Sinn. Hallo, DotsTTSG. Moin. Jetzt gönn ich mir was, Leute. Pass mal auf. Jetzt gönnen wir uns. Bam. Ich bleib lieber hier und gehe ganz entspannt nach oben. Als ob, ja, keine Ahnung, was da los ist. Keine Ahnung. Hier läuft es auf jeden Fall richtig gut im Level. Junge, alles wird gut. Alles wird gut. Ich freue mich schon, in Welt 8 zu sein. Yay. Das kann nur sehr gut werden. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr den Pilz verlieren, weil sonst haben wir ein Problem. Dann wäre alles belastend. Pius, halt einfach deinen Mund. Halt deinen Mund und geh nach Hause. Schmeckt Captain Toad wirklich nach Salz? Laut dem Buffen, ja. Ja, Salz ist es auf jeden Fall, genauso wie hier. So, moin. Oh, du bist so ein Keck, Alter, wie ich dich hasse. Bam! Ich hasse dich. Oh, nö! Zockst du heute Mario Kart? Nee, das ist nicht geplant. Das haben wir ja letztes Mal. Ja, was soll ich machen, wenn der Typ da ist? Also jetzt mal ehrlich. Was soll ich machen? Obwohl. Warte mal. Aber Junge, was ist das für ein Bosskampf? Ich kann nicht riechen, wann der sich einen Panzer macht und wann nicht. Scheiße. Bowser-Panzer, Junge. Ich kenne sowas nicht mal mehr. Die heutigen Bosse sind einfacher, Mami. Ich fühle mich gemobbt. Ich fühle mich sehr gemobbt. So, ich behalte jetzt hier meinen Pilz. Alles wird gut. Und dann gönnen wir uns eine Feuerblume, Leute. Und dann schaffen wir es auch. Wer glaubt an mich? Schaffe ich es jetzt? Eure Prognose im Chat. Ja oder nein? Schaffe ich das jetzt, Leute? Mit diesem Try? Wer glaubt an mich? Das ist die Frage der Fragen. Ich hoffe, ihr glaubt alle an mich, sonst bin ich traurig. So, hallo Feuerblume. Wo es geht. Nee. Schande über dich. Let's Dom, ich werde dich finden. Dann ist Ende für dich. Kannst du bitte so fallen, dass du nicht auf die Stachel fällst? Oh, was ist das denn hier? Oh, krass so, ey. Time Game hat, glaubt auch nicht an mich. Ehrenlos. Stimmt ab, ja genau. So, hallo. Jetzt kann ich dich so killen, pass auf. Du bist ein Keck. Was? Hä? Fünfmal Feuer, der ist tot? Ah ja. Ja, das war's euch ja komplett. Ihr glaubt alle nicht an mich, ich hab's geschafft, Leute. Bam. Ihr seid alle doof, ey. Ich bin hier der Profi. Bam. Walkst du noch ganz schön eins reinhauen, ja. Wo gehen wir lang? Ich hab gar keinen Bock auf Wasserlevel, ne? Ich gehe hier lang. Gar keinen Bock auf Wasserlevel. Da könnte ich schon wieder kotzen. Ich gehe hier lang, Junge. Mann, das ist ein Speedrun. Wie schnell schaffen wir es zu Bowser, Leute? Schickt mir eure Prognose in den Chat.
Ich tippe auf 3 Jahre. Hier ist einfach eins mit Nike Profi. Was ist das jetzt hier für ein Ding? Hallo? Eine Stange. Geil. Beweg dich an der Stange, Mario. Sehr gut. Mit Stangen kennt sich ja auch Peach ganz gut aus, habe ich gehört. Die Trost 1. Hahaha. So, Blind Jump halb. Nintendo, was los mit euch? Irgendwie sind die Level hier sehr merkwürdig. Weiß auch nicht. Nicht so der Oberhammer. Oh, Junge. Oh, Junge. Ich hab ein bisschen Angst. Moin, moin. Nintendo Reactions. Moin, wie geht's? Was geht? So. Ich frage mich, wo die Starcoins sind. Hier ist auf jeden Fall eine Blume. Junge. Sehr gut. 200 Jahren, sagst du? Ja, wollen wir mal sehen. Oh! Alles klar. Ach so. Ah ja. Aha. So läuft das also hier. Okay. Gut zu wissen. Das finde ich ja mal sehr geil. Also, manchmal passieren dir Sachen. Da glaubst du gar nicht dran. Also, der muss ja ganz dringend los. Da muss ich aber ganz dringend los. Oh, Leute, freut euch auf die letzte Welt. Das kann nur heiler werden. Das war's mal wieder komplett, aber sowas von. Das war's mal wieder komplett hier. Dies, meine Liebe, für... Arme aus dem Fenster. Nagelneuer Benzer. Ja. Mario kennt sich auf jeden Fall aus mit Stangen, wie man sieht. Der ist der Profi. Pius leckt gerne harten Stange, in der Tat. In der Tat. Ich rufe gleich die Polizei. Polizei Hamburg, wir haben ein Problem. Er hängt sich an die Stangen. So, jetzt weg mit dir. Ich fühle mich ein bisschen gemobbt. Ich bin gesprungen. Und ich dachte, mein Pokémon springt schon nicht. Nix ist hier am Springen. Ja. Wird gut heute. Also Game Over gehe ich hier nicht, sonst gehe ich nach Hause. Wenn ich hier Game Over gehe, dann, ne, dann ist Ende. Denn... Ne, ihr wisst Bescheid, dann könnt ihr gehen. Dann gehe ich auch nach Hause. So. Das Level ist nicht schwer, also, ne? Das kann man locker easy schaffen. Ach, hier ist eine Starcoin. Ach, wie soll ich denn da rankommen? Bist du komplett lost oder was? Wie soll ich da denn rankommen? Du meinst Polizei Hamburg, ja, in der Tat. Gibt's hier irgendwo einen Flugpilz? Ne, sowas gibt's hier gar nicht, ne? So, du Höllenpilz, Junge, was ist los mit dir? Was ein Scheißpilz. Wie kann man mit diesem Pilz nur leben? Der Typ, Junge. Alter. Scheiß. Ey, da ist ein Starcoin, die hole ich mir. Die hole ich mir. Warte. Ich zeige euch meinen Skill, Leute. Passt auf. Bam. Oh, hallo Koopa. Was geht? Du hast Kabel beschworen, ja. Glaube ich auch. Leute, ich hab den. Die Starcoin. Ich bin voll stolz auf mich! Ah, ja, die Blind Jumps hier, Hilfe. Ich sehe nie, wo ich hingehe. Hilfe. Hallo. Oh! Das Spiel ist schlimmer als ein Horror-Game. Dauernd kommt da irgendeine Scheiße, ey. Dauernd kommt da irgendeine Scheiße, ey. Ist voll belastend. Irgend. Jetzt geh ich nach Hause. Hab noch 15 Leben. Wird gut. Ja, ja. Ja. Hm. Oh. Dieses Spiel spielt danach nie wieder. Ich weiß schon, warum ich... Ich weiß schon, warum ich es danach nie wieder gespielt habe.
Wird Pius die 37 Minuten schaffen? Ja, ich hoffe es mal, ne? Ich hoffe es mal. Oh, Junge, Junge, Junge. Ich glaube jetzt an mich, das wird jetzt was. Und man sieht halt auch einfach nichts, ne? Also, jetzt mal komplett Real Talk. Man sieht nichts. So, alles wird gut. Ich gehe jetzt unten lang. Und kommt dann von da. Haha, Profi-Trick. Ha! Hallo Stern, was geht? Ach, da geht's gar nicht weiter. Ja, geil. Ich dachte, ich bin fertig, ey. Scheiße. Oh! Ja! Ich dachte, ich renne da einfach weiter. Das ist alles belastend hier. Oh! Ha! Alles wird nicht gut hier. Ich bin froh, wenn ich heraus bin, ne? Dieses Level belastet einen ziemlich stark. War jetzt ein Pius Noob Emote. Was willst du denn da für einen Emote machen? Oha! Jetzt wird alle. Hab nichts gesagt. Polizei Hamburg, wir haben ein Problem. So, ich gucke jetzt hier genau hin. Okay. Oh, diese ekligen Stangen. Diese Dreckstangen, ey, Hilfe. Wie ich die hasse. Ja, ganz geil. Oh, Junge. Ich rufe Polizei Hamburg. Ich komme da wieder nicht hoch, ey. Was ist denn das hier? Dieses Level macht mich absolut fertig. Ja, was ist denn hier los? Oh, Junge. Oh, ich bin erlöst. Oh, Gott. Ich bin erlöst, Leute. Bin erlöst. Yay. Sehr gut. Yay. Die Erlösung ist ja nicht da, Leute. Sehr gut. Tipp, denk, dass wenn du stirbst, ein Toad stirbt, dann schaffst du es. Guter Tipp, Chris. Toads sollen nicht sterben. Oh. Oh, was geht? Warte mal, ich gönne mir mal kurz das Power-Up. Ha! Sehr gut. Jetzt läuft alles optimal. Das war unverdient. Hallo? Hallo? Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Was macht er, wenn er das macht? Oh Gott, ah, ach so. Mhm. Genau das wollte ich ja. Sehr gut. Mario macht genau das, was ich will. Was sind denn eigentlich die Star Coins? Ah, hi. Wie mache ich dich auf? Damit. Also mehr oder weniger. Ich dreh durch. Polizei Hamburg. Wir haben ein Problem. Es kann alles so einfach sein. Kommst du wieder Mario Kart 8? Nö. Von Mario Kart ist heute gar keine Rede. Mal gucken, ob was kommt, je nachdem wie schnell wir hier durch sind, Leute. Also motiviert mich. Schreibt sowas im Chat wie, Pius, du schaffst das. Ich glaube an dich. Oder, Pius, du bist einfach der Beste. Wo muss ich jetzt hier überhaupt hin? Ich verstehe das Level nicht. Hier ist so ein Ding. Oder geht's auch gar nicht weiter? Soll ich jetzt hier einfach einen Blindshot machen? Was? Hä? Hä, wie jetzt komplett los? Wo bin ich hier? Hä? Ich blick gar nichts mehr. Wofür sind diese ganzen Dinger nach oben, wenn ich nach unten muss? Also, wer hat denn diese Welt hier designt? Was ist denn das hier? Hä? Was ist das? Das ist mich komplett verarschen eigentlich. Höh!
Das Level ist ja mal absolut komisch. Hallo! Hallo, was ist denn bei dir los? Sag mal, das ist hier die Suizidröhre oder was? Das ist das Originalspiel zum Nintendo Reactions. Das ist kein Hack oder sowas, ne? Das ist ein Originalspiel. Was ist denn das für ein Level gewesen? Da kann ich leider keine meine Oma besser Level bauen. What the fuck, Alter? Was war das für ein Level? Was war das? Pius, du schaffst das. Sehr gut. Dankeschön an Matthias. Ehre an dich. Oh, hallo Plattform. Was geht? So, Leute, jetzt machen wir hier First Try. Ich sag's euch. First Try. Das wird gar kein Problem für mich. Das krieg ich hin. Polizei. Hamburg. Oder auch nicht. Das war auch nicht so geplant. Ich wollte eigentlich nur drauf. Aber da geht sie schon wieder runter. Ja, das war schon wieder eine Lost-Aktion. Ich gebe zu. Das kommentiere ich nicht weiter. Die schneiden wir raus. Genau. Achso, ich muss... Ah, ja. Achso, ich kann da immer stehen. Oh. Lastend. Oh, halt, stopp. Halt, stopp, Junge. Wie soll ich da rankommen? Ah ja, ich verstehe. Oder auch nicht. Ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Ich traue mich da nicht rüber. Oh, alles wird gut. Oh, das Level macht mich schon wieder fertig hier. Hilfe. Das Level belastet ziemlich stark, als Gefühl. Tschüss, Junge. Oh. Man merkt auf jeden Fall, die heutigen Spiele sind einfacher. Das sehe ich sofort. Zitat, das wird kein Problem für mich. Instant Karma, ja? Alles belastend. Ist da einfach Schönes drin? Ja, ein paar Münzen. Die brauche ich nicht. Ich bin Millionär. Was willst du von mir? Ich sehe gleich, wir sind gerade im Ziel. Fast im Ziel. Wir sind gleich beim Bosskampf. Bisher haben wir sogar richtig gute Power-Ups. Also, das kriegen wir jetzt hin. Zweimal eine Vollblume. Was will man mehr? Mehr geht gar nicht. Das muss gut werden jetzt. Komm, Bowser. First Try. Ich zerstöre dich jetzt hier. Oh, nettes Setting. Kenne ich so gar nicht. Hi, moin. Hallo? Ich erinnere mich da einfach gar nicht mehr dran. Habe ich so eine harte Demenz oder was? Was soll ich jetzt hier machen? Was ist denn los mit dem? Ja, hallo? Alter, was geht ab? Fuck, Junge. Bitte gib mir ganz schnell. Was ist das denn? Halt. Ich ruf die Polizei. Oh, du bist so ein... Oh, Mami, ich will nicht mehr. Ich will überhaupt nicht mehr. Ich ruf vielleicht sowas von die Polizei. Komm jetzt raus. Was ist das für ein Scheiß? Oh, Jesus! Was ist das für ein Abfall, Junge? Ich kotze so hart. Oh, bitte ist er tot. Oh! Hilfe! Belastung ist ganz weit oben heute. Die Bosskämpfe sind deutlich schwieriger als die alten. Hilfe. Aber ich habe mich an diesen Bosskampf gar nicht mehr erinnert. Was ist denn da los? Der lacht mich wieder aus der Box in mir, ja. An wen Bosskampf erinnere ich mich gar nicht mehr?
Bist du unfassbar schlecht. Ja, ich kann halt nicht riechen, was der macht. Muss man sich ja erstmal angucken. Nennt sich, ich weiß ja alles noch. An diese Welt erinnere mich noch, Leute. Jason, hallo. Oh, was will der denn jetzt hier? Hallo. Moin. Ich hab den nicht mal gesehen. Ich wollte gerade sagen, in dieser Welt erinnere ich mich noch. Hier zum Profi Polizei. Eieiei. Diese Welt erinnere mich noch. Ich geh gleich. Tschüss. Das ist wirklich nicht mehr feierbar. Das ist nicht mehr feierbar jetzt. Jetzt kann ich jetzt wirklich nur noch hier mich mal zusammenreißen hier. Jeder Tod ist ein Tod. Also Pius, streng dich ab. Der hat mich niemals getroffen. Der hat mich niemals getroffen. Ich gehe gleich dem Opa. Der hat mich niemals getroffen. Das kann mir jetzt keiner erzählen. Niemals hat der mich gerade. Alter, was geht denn hier eigentlich ab, ey? Ich schaff das hier niemals. Ich weiß, dass hier noch für Level kommen. Hilfe. Das kann heiler werden, Leute. Ich freue mich drauf. Letzte Welt. Dann bin ich erlöst. Ho. Ho. Alles wird gut. Der sollte einfach nur runtergehen. Der macht gleich einen Suizid. Alles klar. So läuft das bei dem also. Was ist denn los mit den... Ich will gleich sowas von hier, die... Ja, was ist denn das Gegenteil von den Grünen, ne? Komplettes Gegenteil. Die Raben müssen weg. Die rotten wir aus. Die bringen uns alle um. Raus mit den Raben. Nee, der trifft mich jetzt. Alles wird gut. Alles wird gut. Kürbisse müssen auch weg. Wir müssen jetzt einmal verbrennen. Was ist denn das für ein Gegner-Gesperme eigentlich? Hilfe. Also die ersten Welten waren noch ganz cool. Die letzte Welt war wirklich unterirdisch. Und ja, diese bisher... Ein bisschen Rabengesperme, wenn ich das hier mal so sagen darf. Drecksviecher. Ich grill euch! Bisschen Rabe zum Mittag. Ja. Hallo. Ist ja bald mein Ende. Noch nicht mal ein Checkpoint, ne? Der jetzt auch noch. Buhu. Geh nach Hause. Die braucht ja auch keiner. Also manchmal denken wir so, uff. Gamertoad, moin. Hallo, was geht? Was geht? Fuse, da bin ich ja besser. Das muss was heißen. Nein, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Game over, Toad firmed. Nein, ich hoffe nicht. Also ich gehe hier nicht Game over, ne? Das ist hier mal auf jeden Fall mein Ziel. Game over gehe ich bestimmt nicht, Leute. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Ha! Starker-Nummer? Ja. Das war ja mal easy. Na gut, jetzt muss ich wieder hier zurückkommen. Ja gut. Ich hab nichts gesagt. Gar kein Problem für mich hier. Bam. Daumen hoch, Leute, für meinen Skill in diesem Level. Daumen hoch. King Aleda gibt es genug Tutorials im Internet so. Und ja, auf dem Original DS spielt es wohl kaum. Das kann ich ja schlecht filmen. Pet Games, hallo. Moin, willkommen. Ja, Leute, Daumen hoch für meinen Skill. Das lief ja schon mal ganz gut, würde ich sagen. Guter Einstieg oder guter Beginn für die letzte Welt. Und das Level, das fand ich damals auch sehr belastend. Auch an das Level erinnere ich mich noch, als wäre es gestern gewesen. An den Boss kommt von eben nicht, aber das Level, das sagt mir noch was. Auch mal ganz nice. Irgendwas kenne ich da doch noch. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Und hier steigt immer das Level. Das Level. Das Wasser. Okay. Sehr gut.
Und ist da irgendwas? Ah, ne. Irgendwas für die Mini-Pilze noch? Okay. Eine Feuerblume. Sehr gut. Da wäre jetzt Geld gewesen. Belastend. Oh! Glück! Glück! Ja, Silvi und seine Bildschirme sind immer sehr gut. Die gehen immer schön kaputt. Was für Idioten. Oh nein, da ist die letzte. Leute, das Level lief richtig gut. Okay, es ist noch nicht zu Ende. Ich sah am besten gar nichts mehr. Ach, ich glaube, jetzt hier nur so eine scheiß Bombe. Das war so klar. Es war so klar, aber ich glaube, das Spiel ist diesmal auf einer Seite, oder? Ich glaube, jetzt das Ende. Bam! Ha! Leute, was sagt ihr dazu? Sehr gut. Ich bin stolz auf mich. Yay. Oh nee, was wird der denn? Tschüss, ich gehe weiter. In den Turm von Welt 8. Disha muss los, hau rein. So muss das, ja, endlich mal. Liegt nur an den Gedanken, dass die Toads sterben, wenn ich hier verliere. Jetzt läuft's besser. Oh, schon wieder diese blöden Dinger. Diese blöden Plattformen, die sich bewegen. Hilfe. Ah, oder ist das ein Starcoin? Da komme ich so ran. Ha! Profi. Ich komme da auch so hoch, oder auch nicht. Aber jetzt. Sehr gut. Ich gehe lieber da lang. War das eine gute Entscheidung? Man weiß es nicht. Die Feuerblume spare ich mir. Für den Bowser-Kampf. Gott. Ich meine natürlich für den Bowser-Junior-Kampf, der jetzt gleich kommt. Der bald kommt. Der heute nicht mehr kommt. Alles ist sehr belastend. Glück in der Liebe, Pech in der Liebe. Glück im Spiel, Pech in der Liebe, ja. Wollen wir mal sehen. Oh! Als ob da einfach nur. Dann halt nicht. Achso, okay. Das wollte also das Spiel bezwecken. Oh, hier ist auch noch der Typ bei dem Level, ey. Scheiß Knochentrocken, du. So eine Oberzicke. Dieses andere Lost. Ja, ich wurde gerade sehr gut vernichtet. Was mit der? Ja, was ist das immer für ein Dreck? Wut! Der bringt eine Feuerblume. Aha. Auch wieder was gelernt. Interessant. Das ist ja sehr interessant. Der bringt einfach eine Feuerblume. Okay. Boah, ist mir recht. Passt schon. Optimal. Dann komm mal gerne öfters. So, ganz ruhig. Die Hitbox. Ganz dringend los hier los. Die ist schon wieder von meiner Oma programmiert worden, die Hitbox. So, jetzt aber weiter hier. Oh. Ha, 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 ha. Profi. Läuft gut. Na, oder auch nicht. Yes! Der Hammer des Hammerbruders wiegt doch locker eine Tonne. Auf jeden Fall. Alles wiegt eine Tonne. Auch ich. So. Wir schieben uns ab. Sehr gut. Gute Abschiebung. Hat sehr gut funktioniert. Du bist auch noch da. Moin. Geh mal da hoch. Oh. Da war ich mal wieder ein bisschen ungeduldig. Zum Glück wurde das nicht bestraft. Das ist ein bisschen Geld. Sehr gut. Endlich wieder ein bisschen Millionär sein. Gamertot, genau. Wo sind deine ganzen Donations? Hallo. Oh, ich kann hier Trampolin sogar nehmen. Das wusste ich gar nicht. Dass das hier auch geht.
dachte, das geht erst in den späteren Mario. Ja, geil. Sehr geil. Scheiß Block. So, hallo Bowser Junior. Warte mal. Bist du ein Drecksvieh, Alter. Ich hasse dich um. Ich bring dich um, Junge. Verreck. Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr, Junge. Was ist denn mit dem? Was ist denn das? Was ist denn das? Das war's ja wieder komplett. Was hat der denn für Autismus? Der packt sich ganz in den scheiß Panzer rein. Man kann die nicht treffen. Was will denn der von mir? Ich bin ja noch klein, oder was? Ja, ganz geil. Ja, sehr gut. Das hat nichts mit Null zu tun. Was soll ich machen bei dem? WTF? Was ein Drecksding. Ich hasse ihn. Also die Bosskämpfe in dem Spiel, dann muss ich aber ganz dringend los. Jetzt muss ich erst recht ganz dringend los. Ich stöpfe gleich echt noch. Ach du Scheiße. Wenn ich hier sterbe, dann ist die Challenge sozusagen nicht Game Over zu gehen, verloren. Dann darf ich allein nach Hause gehen, ey. Weine ich aber. Gleich ist echt Ende hier. Der Belastung ist wie aber sowas von. Das spiele ich richtig hart heute. Selten so eine hohe Belastung wie heute. Ganz hoch heute. Ich muss aber ehrlich sagen, die Level finde ich jetzt aber auch nicht so geil, ne? Irgendwie. Muss ich mal ganz ehrlich sein hier. Hatte ich die besser in Erinnerung, als sie wirklich sind. Boah, ich wollte schon wieder sagen, der trifft mich jetzt, ne? Oh, was ist denn das hier wieder? So. Der Block ist natürlich weg. Wer hätte es gedacht? So, wie soll ich dich jetzt besiegen? Ach, mit Panzer einfach, ne? Oh, lost. Lost. Solange er nicht springt, ist alles gut. Ganz geil. Ja, dann geht halt her. Ja, oh, es kann so einfach sein. Es kann so einfach sein. Leute, Daumen hoch für mein Skill. Das lief doch gut. First Try war drin. Sehr, sehr gut. Der First Try war drin. Ich bin so stolz auf mich. Oh Mann. Bevor ein Pilzbein gewinnt, ist... Was? Ist der lieber ein Keks von Aldi? Ah ja, Gamertot. Ah ja. Gleich bricht der Schreibtisch wieder zusammen. Das glaube ich auch. Langsam ist es soweit, Leute. Bald platzt mir wieder eine Schlagader. Beim letzten Mal ein Mario-Boss aber auch. Ist auch eine Schlagader geplatzt. Leck, bei mir ist irgendwie immer alles green. Alles optimal bei mir immer. Weiß nicht. Sind Sie noch kein DSL-Kunde, Dishon? Sollten das vielleicht mal ändern. Werden Sie jetzt DSL-Kunde bei 1&1 für 19,99 €. Für 19,99 € im ersten Jahr. Schließen Sie es jetzt ab. Schließen Sie jetzt ab hier bei 1&1. Ach so. Interessant. War schön mit dir. Du komisches Etwas. Was ist denn mit diesen Viechern hier los? Leck, schon der zweite. Hä? Ich kann damit relativ wenig anfangen. Wenn YouTube sagt, alles ist wunderbar. Hm. Alles ist wunderbar. Ist mir egal, pure Speedrun. Ja, Speedrun, genau. Speedrun. Ich beeile mich sehr hart, wie du siehst. Checkpoint, sehr gut. Pilze müssen sein. Pilz? Oh, ich dachte mir jetzt, der haut ab, ne? Hallo? Hallo, was geht? War schön. Hallo?
Was ist denn für ein Level hier? Das Level hat wenigstens eine Struktur, würde ich sagen. Oh. Ich hoffe, ich kann der mir nichts. Ich bin hier der Superstar. Komm noch, komm mir irgendwas. Irgendein Bumper, dieses Ding da. Das schaut einen weg. Wo sind hier die Starcoins eigentlich? Das ist immer so eine Frage. Also ich sehe gar keine. Aha, jetzt komme ich da wieder nicht runter. Junge, Junge, Junge. So ein Scheiß. Alles belastend. Hallo, Schieb, Schieb. Was geht? Ich weiß, ich kann es nicht so einschätzen, ob der weit hinter mir ist oder nicht. Kann ich eigentlich schneller schwimmen oder? Es geht, ne? Wird schon. Wird schon. Bin sehr gespannt auf den Endboss. Komm, die gönnen wir uns jetzt mal. Oder auch nicht! Okay, war schön mit dir. Hau rein. Knochentrocken BLP, moin! Wie geht's? Was geht? Willkommen. Hallo auch an Katzbold. Hi. Nee, lieber kein 1-1. Ich hab Aldi Talk, der beste und leichtigste Anbieter Deutschlands. Nee. Auch zu Hause oder was? DSL von Aldi Talk. Ah ja. So. Wir sind gleich am Ende, Leute. Also, ich habe immer noch nichts von deiner Qualität gesehen. Dachte, die Qualität. Brotproduktion sind aus Kakao. Aber ich glaube, ich schreibe. Was ist mit dir eigentlich los, alter Gamertoad? Du schreibst hier in Hieroglyphen, ey. So, ich glaube, wir reden eine ganz andere Sprache hier, oder was? Der redet hier Chinesisch. Hallo, Bienen. Wo kommt ihr denn her? Ich dachte, die Bienen sind ausgestorben. Ihr seid auch irgendwie nicht so, oder sind das Spinnen? Das sind Spinnen. Ich bin lost. Die haben nur eine Bienenfarbe. Das sind Spinnen, ich keine Bienen. Die kommt vom Spinnennetz. Was geht? Oh, die machen ganz komische Geräusche. Was ist denn bei denen los? Tschüss. Junge. Komplett lost, die Dinger. Aber ich erinnere mich an die Dinger noch. Die waren sehr schockierend für mich damals. Die haben mich sehr fertig gemacht. Die kamen dauernd runter. Und haben einen genervt. Was willst du? Alles wird gut. Yay! Zweite Starcoin auf meinen Nacken. Noch einen Stern gönnen. Ja, easy. Gar kein Problem, das Level! Alles wird gut. Ja, komm. Kann ich rechnen? Riechen, dass die Plattform auf einmal. Jo, ich bin mal weg. Tschüss. Weg.de ist. Das kann ich nicht riechen. Weg.de. Hier, wir haben Start heute. Ja, gut. Waren ja nah dran. Lastend. Auf jeden Fall, ich habe noch 4 Leben, Junge. Ach du Scheiße. Ganz schnell mal ein paar One-Ups sammeln. Aber bitte nicht sterben. Kommen da auch welche? Ich glaube nicht. Alles wird gut. Stirbt. Ja, das ist der Klassiker. Der Klassiker. Danke auch fürs Abonnieren. Ich bin hier gerade sehr beschäftigt. Okay, komm mal her. Stern, sehr gut. Willkommen bei den Toads. Was geht? Oh no. Komm mal her jetzt. Oh, das ist so ein Dreck. So ein Dreck. So, jetzt aber komm. Wo kommen die her? Oh, come on. Ist das hier ein Mario Maker Level oder was? Vom Spam auf jeden Fall. Hallo. Ich habe ein bisschen Angst. Oh, ganz schnell ins Ziel. Bitte helfen Sie, Pius, er ist in Gefahr, glaube ich auch. Ich liebe die Star-Mucke. Die Star-Mucke. Achso, ah ja, die Musik von den Sternen, ja. So haben wir den Weltrekord, ja, in der Tat. Den auftrocken hier. Auftrocken. Ich glaube, Pio streamt echt in McDonalds. Geh mal lieber zum Aldi. Wieso stream ich in McDonalds? mit McDonalds Internet, Alter. Beste Leben. So. Aha. Leute, Finale. Finale. Jetzt geht's ab hier.
Darum ist es Dark und wie komme ich da ran? Das ist eine gute Frage. Gefühlt gar nicht. Ah ja. Sehr komisch. Hab gerade McDonald's gegessen. Burger. Sehr gut. Er ernährt sich gesund nach Weihnachten. Sehr gut. Hier ist letztes Jahr keine Items. Nö, oh, ich bin Profi-Hammer, Bro. Ich brauch das nicht. Ich doch nicht. Guck mich an hier. Läuft doch sie super gut. Okay. Wie soll ich an die Starcoins ankommen? Ich verstehe es nicht. Was mache ich falsch hier? Danke schön dafür. Womit habe ich das verdient? Ich habe ein bisschen Angst vom Endboss. Bleiben Sie dran oder erfahren Sie, ob ich den in First Try schaffe oder nicht. Das sehen Sie nach der Werbung. Hallo Dreieck, was geht? Okay, ganz schnell. Die bewegen sich auch! Leute, das können wir jetzt keiner erzählen. Das war jetzt wirklich Betrug. Ich stande auf der Plattform. Ich bin gerade durch die Plattform durchgefallen. Das kann mir keiner erzählen. Das war einfach absoluter Betrug. Bin durchgefallen. Da kann ich nichts machen. Dann müssen die mal besser programmieren. Ach komm, was ist denn das für ein Abfall, ey? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich muss sagen, ich hatte das Spiel besser in Erinnerung als in der Marien, Junge. Ich hatte das Spiel besser in Erinnerung, als es eigentlich ist. So, Punkt. Punkt, Komma, Strich, fertig ist der Betrug. Ganz schnell durchrennen. Die Hitboxen von diesen Plattformen sind unterirdisch. Als ob da einfach der Boss ist. Laber nicht, ich habe einfach gar nichts hier erreicht im Level. Sehr gut. So, hallo Bowser. Ich mache dich fertig. Bowser, jetzt ist Ende für dich. Komm her. Oh, hallo Bowser Junior, was geht? Wie geht's? Jetzt ist Ende, ja? Hallo, was geht? Oh, was ist denn bei dir schiefgelaufen? Wirfst du mir meine Ente zu? Von Weihnachten oder was? Ich habe leider keinen Hund. Ich habe eine Katze. Du bist doch so ein Keck, Alter. Spring! Ja, aber nicht. Was ist das denn? Das war so klar. Das war so klar, Alter. Ich traue mich halt einfach. Ich kann ja nicht reden, ey. Sprache lernen, Bubble. Als kleiner Mario traue ich mir einfach gar nicht zu. Das ist das Problem. Ich meine, mein Selbstwertgefühl ist einfach zu gering, wenn ich einfach ein kleiner Mario bin. Ich fühle mich da einfach ein bisschen unterirdisch, müsst ihr wissen. So, jetzt rennen wir da durch jetzt hier. Oh, so ein Abfall! Random Bowser-Flammen. Bisschen Lava-Flammen. So eine Scheiße, ey. Man gibt es ja auch kein Power-Up. Kraft ist Skill. Mann! So, Bowser 2.0. Ich habe noch zwei Leben. Holy shit. Holy shit. Was passiert, wenn ich Game Over gehe? Darf ich die Welt von vorne machen? Erstmal ein Safe State machen. Ich fühle mich in diesem Spiel nicht sicher. Ich rufe gleich die Polizei. Spring, du Freak! Ja, pff. Bitte so, dass ich es vorher sehe, okay? Oh, Junge, was ist los mit dir? Springt er jetzt immer gleich nach dem Feuer? Was ist denn das für ein Abfall? Der hat kein System. Der macht, was er will. Ja, pff. Ja, pff. Ja, ja. Du kannst wie immer, Junge. Warum springt der da hinten? Wie soll ich das schaffen? Wie soll ich das denn schaffen? Der springt nach hinten. In allen anderen Mario Games springt er nach vorne. Hier springt er nach hinten. Hallo Alex, du moin. Ich weine gleich einfach nur noch. Ich rufe einfach nur die Polizei an. So, ich schaffe es hoffentlich ohne.
Wie viel wird so ein Knochen wiegen? Eine Tonne. Und ich sah noch so machen, habe ich einen gemacht? Nein, hab ich nicht, oder? Ich zerhau hier gleich den Tisch. Ich habe jetzt 5 Leben. Ey, du kannst. Ey, es ist das. Also, gleich Platz für was. Also, Challenge ist schon mal verloren. Alles nur, weil ich hier nur verarsche ist, ey. Alles Betrug. Mindestens 10 Tode waren einfach nur, weil das Spiel Betrug ist. Mindestens 10. Mindestens. Hat die nicht mal über 30? Wo ist die Zeit nur hin? Mindestens 10 Tode sind einfach nur Betrug. Da muss ich los, ja, ich auch. Ich nehme mir gleich einen Anwalt. Alter Schwede. Hilfe. 10-mal hat er wissen, 10-mal gesagt. Oh, hallo. Du kannst mich mal, ich brauche ihn nicht, ey. Mir hilft dir nichts mehr. Hätte sowas so ein Safe State machen sollen. Ich dachte mir so, ja, das ist komm. Krieg's doch hin. Das kriegen wir hin. Wir schaffen das, wie unsere Mutti es immer sagt. Wir schaffen das, aber anscheinend schaffen wir gar nichts. Doch, wir schaffen die Starcoin. Ich bin so stolz auf mich. Oh. Das Level ist so schwer. Ich krieg mich nicht mehr ein, ey. Dieses Level ist so schwer. Das würde meine Oma niemals schaffen. So, jetzt gehen wir mal ins Ziel jetzt hier in den Saftladen. In Safthausen. Hier wohne ich. Weg dein Hintern, Mario, bis ins Ziel. Geht so nicht. Kriegst heute nichts zu fressen, ey. Das ist ein Alpha-Boss. Ja, der springt immer nach hinten, das ist ein Problem. Wissen in einem Video von mir heute. Ach du Scheiße, das können wir uns gerne angucken, Leute. Am Ende des Streams oder so, also falls ich da noch lebe. Na gut. Irgendwie muss der Stream mal enden, ne? Ist da schon mal irgendein Streamer im Stream gestorben? Oh Gott, wir sind gleich wieder da, Leute. Alles wird gut. Das ist eine wichtige Frage. Ist schon mal jemand im Stream gestorben? Oh nein. Nicht die Spinnen. Oh nein. Oh nein. Dieses Dreckslevel, ey. Mami, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Betrug. Betrug. Pius, was ist deine Lieblingspizza? Die Erlösung. Also ich glaube, bei Aldi kann man keinen Skill kaufen. Mano, ey. Mano. Ja, Trigger. Ich trigger es auch hier. Manchmal rufe ich die Polizei. Hallo Spinne. Also falls ich nochmal Game Over gehe, dann könnt ihr mich beerdigen. Dann grabe ich mir einen Sarg. Dann ist hier Ende. Dann verkaufe ich Sweep. Will jemand kaufen? Wer bietet mehr? Anfangsgebot 1 Euro. Wer bietet mehr? Hallo. Noch 4 Leben, sehr gut. Mehr brauche ich nicht. Ich sterbe nie. Was ist denn hier eigentlich los? Massentierhaltung.
Junge. War schon ein Streamtitel, falls ich noch lebe danach. Mario Bros hat mich gekillt. Mein letzter Stream. Ein Euro und ein halbes Haribo, sehr gut. Ich biete 1,01 Euro, sehr gut. Wer macht weiter, Leute? Komm. Ein abgestürztes Flugzeug. Oh, auch sehr verlockend. Wer bietet mehr als ein abgestürztes Flugzeug und einen halben Haribo? Jetzt muss ich los. Ich auch. Ich guck nie wieder in den Chat. Ich guck nie wieder in den Chat. Da guck ich heute nicht mehr rein. Nein, nein. Da guck ich nie wieder rein. In diesen blöden, blöden Chat. Der Chat ist blöd. Die bieten alle viel zu wenig für den Sweep. Oh. Jetzt sterbe ich aber hier nicht mehr. Sonst reicht's mir. Oh, du blöde Ding hier, ne? Alles wird gut. Aua. Aua. Die Titanic. Sehr gut. Pius, ich sterb noch wegen dir vor Lachen, ey. Ach, oh, das ist sehr gut. Roten. Was? Roten. Rotten Flash? Was ist das denn? So, Leute, wir sind wieder back in Business. Mit 3 Leben. Wir sind back in Business. So, ich mach jetzt erstmal hier einen Safe State, glaube ich. So, wo geht denn das überhaupt? Ah, da. Ne, nicht Load. Wir machen Safe. So, safe. Man weiß ja nie, ne? So, hallo. Was geht? Wir sind wieder im Castle. Und wir besiegen jetzt den Bowser, der meine Enten-Dinger hier von Weihnachten gegen mich schlagen tut. Also, Körperverletzung ist am Start. So, hallo. Wie komme ich an dieses blöde Ding ran? Oh, hallo. Ey! Der hat mich fast gekillt, ne? Ich brauche ganz dringend Münzen. Leute, gebt mir bitte 1 Euro als Donation, dann kriege ich ein One-Up hier dazu. Das Spiel bietet neuestens In-App-Käufe. Man muss sich halt mal was gönnen, ne? Raphael, moin! Was geht? Wie geht's? Ich hoffe, dir geht's besser als mir. Was ist denn jetzt hier los? So ein Scheiß. Och, die... Lol, hab Geburtstag. Pokerface. Herzlichen Glückwunsch. Ich biete dir die SPD an. Oh, die nehme ich. Die nehme ich. Weil jetzt sowas von viele Aktien in verschiedene Firmen und so. Die hat mehr Wert, als du denkst. Also die nehme ich auf jeden Fall. Gar kein Problem. So, alles wird gut. Oder auch nicht. Aber hey, ich bin groß. Ich bin groß. Ich traue mich jetzt, Bowser zu besiegen, Leute. Zum Kotzen. Ah ja, ein Spaß, alles gut. So, hallo. Jetzt mach ich die fertig. Ich bin groß. 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 Hashtag groß. Moin. Moin. Was geht? So, jetzt wirf bitte. Was soll ich denn da machen, ey? Bist so ein Keck, weißt du das eigentlich? Ich kann mit dir nicht zusammen in einem Haus leben, Bowser. Du bist mir nicht sympathisch. Man kann sich mit dir noch nicht mal unterhalten über Peach. Weiß nicht, ich will sie nur wieder haben. Und du machst hier so ein Affentheater. Ich kann einfach auf ihn rüberspringen. Irgendwie bin ich gerade rübergekommen. In allen anderen Mario Bros. Teilen hat der sozusagen wie so eine Rückprallwand ist der. Wie ein Rückprallring. Und zwar... Wenn man ihn anspringt, schleudert man zurück. In dem Spiel kommt man einfach irgendwie rüber. Aha. Aha.
Was ist denn jetzt los, Alter? Geh halt noch langsamer. Sind wir im Altersheim oder was? Das geht noch weiter hier. Mir platzt noch was. Rufen wir die Feuerwehr. Ach du Scheiße. Es geht noch weiter hier. Ja. Das war's mal wieder komplett, meine lieben Friends. Wisst ihr was? Der hat jetzt gespeichert, ne? Soll ich mich umbringen gehen? Weil da habe ich wieder 5 Leben. Ich glaube, das bietet sich an, oder? Oder? Schreibt's im Chat. Ich glaube, dann komme ich beim. Bin ich genau wieder wie hier jetzt, ne? Oh ja, es geht weiter. Yay! Noch ein bisschen Skill von Pius. Nee, ja, stimmt. Komm. Zweimal Suizid ist drin. Hey, ich habe immer noch 2 Leben. Ich spiele halt weiter. Ist auch okay. Ich habe immer noch 2 Leben. Hä? Hatte ich eben 3? Bin dann schon komplett lost. Jetzt habe ich keine 3 mehr und auch keine 2 mehr. Jetzt habe ich nur eine. Ein Leben. So, jetzt wird alles gut. Leute, wir machen jetzt eine Challenge. Wie lange schaffe ich es mit diesem einen Leben? Ich glaube, Leute, wir machen gar keine Challenge. Das hat sich gerade ausgeschellen. Ich dachte gerade. Ich dachte gerade, ich muss da nochmal starten. Ich rufe die Polizei. Alles ist gut. Alles ist gut. Ach du Scheiße. Oh Junge. Holy. Hab ich gerade wieder einen Schock bekommen hier in meinem Leben. Alles sehr belastet heute wieder hier. So, gucke mal. Oh, oder auch nicht. Gucke mal, nirgendwo hin. Ich weiß, die Dinger können da unten fallen, genau. Das weiß ich. Nicht so lange aufhalten. Schade. Ja, du gönnst mir auch nichts, ne? Sehr gut. Profi. Ey, Leute, guckt mich an, ey. Was ein Skill. Ja. Oh, 3. Doch, Lisa, moin. Ja, guckt euch das an. Erzählt das euren Kindern. Hallo. Also beschweren kann ich mich da nicht so sehr. Sehr gut. Like, Leute. Daumen hoch mit euren 10 Accounts, Leute. Haut die Likes rein. Das lief richtig gut. Yay. Yeah. Skill, ja. Voll gut. Pius macht Urlaub im Vulkan. Ja, auf jeden Fall. Was ist das? Ah, das ist so ein Level, okay. Ja, genau. Ich komme gerade gar nicht drauf. Welches Mauspiel ist das? Das ist Mario Bros. DS. Ich kam da gerade gar nicht drauf. Klar, holy shit, ey, Junge. Heute bin ich auf jeden Fall absolut lost. Absolut. Das ging gerade gar nicht für mich im Leben. Ich war gerade mitten im Leben. Mimi, hallo, moin, wie geht's? Willkommen hier beim besten Mario-Spieler Deutschlands. Was geht? Okay, ich habe mich jetzt eingekriegt. Ist das was? Ja, was ist das denn? Das Level macht mir auch richtig fertig. Checkpoint, sehr gut.
Also wer hat nix? So auch nicht. Moin Pius, ich bin sehr müde. Und ich bin sehr skillig. Ja? Man sieht's. So, hallo Pilz. Jetzt aber. Passt auf, Leute. Ich zeig's euch. Ah, Mann. Oh, no. Ich habe ein bisschen Zeitproblem. Ich brauche keine Trampolin. Ja. Joa. Ups. Ups. Kann ja mal passieren. Das war ein Unfall. Boah, ne? Manchmal muss ich ganz dringend los. Oh nein! Scheiß Stachis. Kann ich da durch? Natürlich nicht. Oh, alles belastend hier. Keins gehört. Mimi, kann das sein, dass du das erste Mal hier bist? Ich kenne dich nur von Blue. Aber hier habe ich die noch nie gesehen, glaube ich. Auf jeden Fall. Hi. Ist da was? Das ist ja gar nichts. Achso, das soll für das hier sein. Warte mal. Das zeige ich euch jetzt, Leute. Für die Zielfahne. Yay, ein One-Up. Pius ist immer noch besser ins Geld als Bibi. Das glaube ich auch. Dit glaube ich auch. So. Wir kommen gut voran, Leute. Wie lange ist das Level noch? Das Level vor allem. Die Welt. Wie viele Level kommen da noch? Ich hoffe, ich bin bald erlöst. Damit mir keine Schlagader mehr platzt. Das wäre sehr beruhigend für mich. Okay, den brauche ich jetzt, den Typen. Das kann ich da gar nicht mehr hoch. What? Was war das? Was ist denn da los? Oh, hallo! Hast du zu viel zu Weihnachten gegessen? Anscheinend. Renn! Ha? Hat jemand mehr Elten gegessen als ich, ey. Was ein Kick. So, hallo. Ich hab... Oh, alles klar. Mario, stirb, bin ich gleich weg hier, ey. Wir brauchen dich noch. Alles! Wird gut. Alles mal wieder absolut lost. Absolut. Ist da was drin? Nö. Naja, nicht. Hallo, moin. Was geht? Ein Stern. Aha. Aha. Wofür brauche ich den? Kannst du bitte da hochgehen? Das Level ist auch schon wieder sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Pilz. Oh no. Hallo. Oh no. Oh, 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 oh no. Hä? Das ist doch toll. Belastung. Da war jetzt ein Pilz, ne? Yay. Leute, wir kommen gut voran. Kommt sehr gut voran. Die kriegen wir hin, wir schaffen das. Boah. Ich mache mal. Vorsichtshalber. Mhm.
halt, stopp. Okay. Das war aber gerade echt Betrug. Das jetzt auch gerade hier. Das ist schon wieder. Es ist schon wieder alles ganz furchtbar hier. Könnt schon wieder gleich heulen. ja. Willkommen. Schön, dass ihr hier seid. Wir spielen heute ein bisschen Mario Bros. DS. Es läuft wie geschnitten Brot mit Nutella. Ich könnte mir keinen. Das ist da wirklich ein Betrug alles. So. Jetzt wird alles gut. Oh Mann, warum geht die Plattform so hoch? Mann, du brauchst aber echt hier irgendwelche Hellsehkünste irgendwie. Kennt ihr das, wenn euer Hals juckt, weil eine Kettung anfängt? Nö. Das kenne ich jetzt wirklich nicht. Ich kenne nur gleich wieder Game Over zu gehen. Und deswegen habe ich vorsichtshalber mal einen Safe gemacht. Weil nochmal tue ich mir das hier nicht an. Irgendwann platzt einmal hier. So, alles wird gut. Ganz ruhig. Nur noch der Keck hier, dann haben wir alles geschafft. Ha! Oh no. Das wäre es jetzt noch. Ist ja mal das Ziel. Oh, der auch noch. Noch ein. Stopp! Nee, du kannst mich mal, ey. Nochmal nicht hier, ey. So. Nochmal lass mich hier nicht verarschen. Das Level ist aber echt belastend. Alter, kann mir keiner mal. Achso. Achso. Was ist das denn hier? Bin ich im Reich des McDonalds oder was? Kommt ein so ein fetter Hein nach dem anderen. Werf alle ihre Hammer oder Bumeränge oder was auch immer. Oder Foppen. Ja, das, meine Lieben, ist hier Welt 8 von Mario Bros. DS. Eine sehr schöne Welt. Hier erweitert man sein Spielerlebnis. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, das habe ich hier mit 8 gespielt oder so. Wie ich hier gestoppt. Das habe ich mit 8 irgendwie durchgespielt, ne? Das habe ich irgendwie durchgespielt. Nach. Ja. 3 Jahren oder so. Ja. Irgendwann habe ich das auch durch hier. Ich war sehr froh. Über Jahre war das hier mein Projekt. Beim DS. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich gebraucht habe. Das ist schon auf jeden Fall ewig her, ne? Habe ich es gekauft im Juli? Ich weiß nur, dass ich es irgendwann am Weihnachten oder in der Weihnachtszeit durchgespielt habe. Wenn ich das Spiel im Juli bekommen habe, mindestens paar Monate, wenn nicht sogar, ja, wie gesagt, ne? Jahre später. Keine Ahnung, du. Es war jedenfalls ein sehr schönes Gefühl. Als es irgendwann mal zu Ende war. Du bist so ein blöder Typ, du. Oh nein, der Bumerang! Wenn der mir jetzt getroffen hätte. Halt, stopp. Ist ja das Ziel. Oh, danke schön. Findest du Super Mario Bros. U einfach? Klar, das ist deutlich einfacher, aber mal deutlich. Klar, ich sterbe da auch mal ab und zu, aber auch nur, weil ich einen Speedrun da mache. Oder versuche zu machen. Aber grundsätzlich ist Mario Bros. U deutlich einfacher. Deutlich. Am einfachsten ist ja Mario Bros. 2, also New Super Mario Bros. 2. Mit den 1 Million Münzen, das ist das einfachste Game. Von den ganzen. Junge! Was geht mit der Bombe ab? Die macht einen Anschlag. Aber sowas von. Oh Junge. In dem Spiel haben wir es aber auch richtig geliebt, irgendwie die Sachen zu spammen, kann das sein? In jedem Level ist irgendein Element, was sie richtig spammen, die ganze Zeit. Da sind die Spinnen, da sind hier die Dinger. Junge. Das ist in den hinteren Mario Bros. Games aber nicht so krass wie hier.
Hier spammen die ganze Zeit irgendeine Scheiße, Junge. Was geht ab hier? Willst du hier vernünftig spielen? Gib mir jetzt bitte den Pilz. Bitte! Als ob. Ich hab kein Safe gemacht. Oh Junge. Komm jetzt wieder raus. Was für ein Level kommt jetzt? Oh nein! Oh! Nach dem Stream melde ich mich nie wieder. Nach diesem Stream, Leute, ist Ende. Ich beende diesen Kanal mit diesem Stream. Danach kommt hier nie wieder was. Das war's mal wieder komplett. Da muss sich gleich der Sternzahn wiederholen. Du bist so ein... Er springt mal wieder nicht. Mega Wario, moin. Mit einem... Und hallo an TWT Linus, hi. Und Mega Wario, du hast einen Fake-Haken, mein Lieber. Was ist denn bei dir passiert? Ich würde dir empfehlen, den Haken... Und warum spamst du es auch noch? Alles klar. Erstmal mit einem Fake-Haken angeben wollen und dann auch noch rumspammen. Du bist ja der Richtige. Jedenfalls, Tipp von meiner Seite. Für deinen Fake-Haken kann man dich melden, dann kriegst du einen Strike, ne? Weiß Bescheid. Nur so zur Info. Es gibt nicht ohne Grund bei den YouTube-Richtlinien den Punkt, man darf keine Emojis oder Zeichen in seinen Namen machen, vor allem keine Haken. Boah. Also zurück kannst du dafür gemeldet werden und dann wird dein Kanal gelöscht. Hast du mal gehört? Dasselbe wie bei Twitter. Die gibt sowas auch. Hi, das ist ein Hallo Random Nivik. Hi. Und Loading Michi 15. Hi. Nach diesem Stream wird er festgenommen. Das glaube ich auch. So. Was passiert jetzt? Aha. Ah, ich habe nur 2 Leben. Das regt mich auf, aber ich mach trotzdem mal hier. Man muss ja ab und zu mal ein bisschen speichern. Wir wollen noch fertig werden hier. Und ja, Leute, ich mache heute 24 Stunden Stream, Leute. 24 Stunden. Wuhu. Willkommen hier zum 24 Stunden Stream, Leute. Wir erweitern heute unser Spielerlebnis 24 Stunden lang. Schalten Sie ein und genießen Sie die entspannten Level hier in Mario Bros. DS. Immerhin gibt es ja alle 2 Sekunden Power-Up. Das ist schon mal ganz geil. So. Ich mache jetzt den Speedrun, Leute. Passt auf. Bam, 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 bam. Speedrun. Speedrun. Oh, Junge. Speedrun. Das lief voll gut. Danke an Loading Michi fürs Abonnieren. Willkommen hier bei den Toads. Willkommen hier bei Team Toad, Junge. Wie geht's? Moin, moin. Hab Abo und geliked. Danke dir. Willkommen hier. Hier gibt's viele Mario Maker Streams, Mario Games allgemein und auch als Videos ein bisschen Fakten Games, Fakten Videos und alles mögliche eigentlich. Alles zu Nintendo so irgendwie. Hi. Gregor, moin. Leute, das lief doch richtig gut, oder? Könnt ihr jetzt nichts sagen. Das lief voll gut. Daumen hoch und die Glocke abonnieren, Leute. Hier, für meinen Skill. Dies lief doch voll gut. Weiß gar nicht, was ihr wollt. Mir fällt dazu nur eins ein. Ich hasse Schlangenblöcke über alles. Jetzt gehe ich auf Twitter und markiere @Schlangenblock und schreibe Hasskommentare. Abfall. Hohoho. Genau deswegen. Wird. Ich lebe noch? Ich lebe noch? Ich habe mich schon verabschiedet. Alles klar. Ich hab gelebt. Ich habe schon wieder nur ein Leben. Beste Leben. Was? Das kam jetzt gerade ein bisschen überraschend für mich. So, ich müsste es mit all dir rechnen, deswegen Gönnung.
Oh, Vampir ist ganz tot. Oha. Ab. Hallol. Sind wir wieder am Leben? Nein. Ah, wir leben, glaube ich, wieder, Leute. Hallo. Ich lebe wieder. Seid ihr wieder da? Ich hoffe, ihr seid noch da. Hallo? Ich lebe zumindest wieder. Ich bin wieder da. Ich liebe euch noch. Hallo, meine Lieben. Wir sind wieder back in business. Servus, moin und... What? Oder ein und den Stream neu laden, liebes 3DS. Oh, Junge, beweg dich! Das Spiel ist sehr belastet hier. Ja, wie gesagt, willkommen hier zurück. Am besten Streamer Deutschlands. Wir spielen heute ein bisschen Mario Bros. DS. Und dann weiter unser Spielerlebnis. Keine Ahnung, was der Aussetzer eben sollte. Ich habe keine Ahnung. Spendet mir Geld für ein neues DSL-Modem. 1 und 1 gönnt mir keins. Ich höre Pius nicht. Was? Du hörst mich nicht? Ja, doch, eigentlich sollte das schon gehen. Sollst du mich nicht hören? Stream off. Neu starten. Einmal neu starten, Leute. Geht er wieder. Neu laden. Dann geht das. Oh no. Alles wird gut. Warum habe ich nicht auf Safe gedrückt? Ich hasse mich. Oh, so ein Abfall. Dasselbe ist echt zum Kotzen wieder. Die Level sind hier echt belastend im Spiel. Natürlich. So. Jetzt aber. Ich habe noch zwei Leben. Erstmal speichern. So. Ab in den Tower. Ich freue mich. So, ich spreche immer dazu. Ich habe ja. Nein, nicht loaden. Wir machen saven. So. Alles wird gut. Ich sagte doch Stream Aldi. Ja, vielleicht läuft es ja besser. Man weiß nichts nicht. So. Wir sind wieder bei den Schlangenblöcken. Yay. Yay. Wir erweitern jetzt unser Spielerlebnis heute. So, konzentrieren. Pius, so geht. Was? So geht's so. Und dann wieder zum Kotzen. Ja. Okay, alles wird gut. Wir haben es bald geschafft, Mario. Bald gehört Peach dir. Wisst ihr, was ein Problem ist? Ich habe jetzt noch zwei Leben. Ich muss das hier schaffen. Sonst muss ich wieder neu laden, ey. Das will ich nicht. Oh, was ist das hier, ey? Wollen die mir alle verarschen, oder was? Ich hasse Schlangenblöcke, ne? Die sind ganz furchtbar. Genauso wie in Mario Maker, Leute. Bitte baut keine Level mit Schlangenblöcken. Das ist ganz furchtbar. Bitte baut sowas nicht. Dankeschön. Ich bin euch sehr verbunden, wenn ihr sowas nicht in eure Level baut. Vielen Dank. Ich möchte sowas niemals wieder sehen. Weder von Nintendo noch von euch, oder? Jedes Level mit Schlangenblöcken bekommt von mir sowas von ein Dislike. Bei einem Level und bei seinem Kanal, falls er einen hat. Ehre. Sehr wichtig für den Endboss. Beziehungsweise Zwischenboss. Jetzt kommt er wieder. Alter Schwede. Junge, Junge, Junge. Was soll ich da machen? Oh, ich hasse so welche Level. Jetzt mal Real Talk. Ich hasse sie. Zum Kotzen. Immerhin gab es einen Checkpoint. Sehr gut. Ein Leben. Beste Leben. Okay, vielleicht kann ich das füllen. Warte mal. 81 schon. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin, Leute. Ich krieg das hin. Ich schaff das. Vielleicht. Es ist einfach nur... Guck mal, was ist denn das hier? Das soll einfach nur die Zeit fressen und nerven. Mehr soll das hier nicht. Das ist einfach nur... Das ist einfach nur Abfall. Kompletter Abfall.
Manu! Manu, ich fühle mich gemobbt. Beste Leben, Alter. Schlangenblöcke sind vor allem im Gegeneinander-Modus gut. Das war wohl Ironie, oder? Hoffe ich für dich. Das war hoffentlich Ironie. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich hätte gern ein bisschen mehr Leben eigentlich, um ehrlich zu sein. So ein bisschen zumindest. Oh, Junge. Ich mache jetzt hier First Try, Leute. Passt auf. Erster Versuch ist drin. Andere schneiden alles raus. Das werdet ihr nachträglich niemals sehen können. So. Alles wird gut. Ich wollte um 8:30 was essen gehen eigentlich. Aus 8:30 machen wir heute 10:30. Kappa. Oh, ich hasse es. So ein Abfall. Oh Mann! Immerhin ein Checkpoint. Scheiß auf alles. Haben Sie den Checkpoint. Schlangenblöcke sind die geheimen Killer. Ja, vor allem die nervigen Killer. Oh, wir haben den Checkpoint. Sehr gut. So, komm. Jetzt irgendwie einen One-Up holen oder so. Oder irgendwie dieses Level schaffen. Das ist alles gut. Wenn wir das Level hier schaffen, gehe ich wieder Game Over. Da habe ich 5 Leben. Das ist alles wieder beste Leben. Das ist alles wieder geil. Aber Junge, diese Schlangenblöcke machen mich fertig. Vor allem sind auch noch diese kleinen. Wenn es wenigstens die großen wären, wo man wenigstens vernünftig stehen kann. Aber nein, es sind noch die kleinen. Was macht er jetzt? Alles klar. Muss los. Jetzt sind wir wieder da, wo ich das erste Mal gestorben bin. Sehr gut. Sehr gut. Alles! Was ist denn da jetzt los? Er schreckt mich halt noch mehr. Junge, Junge, Junge. Hallo, hallo, Murmel. Was geht? Wie geht's? Ist das das Ziel? Alles klar. Hallo, du Kugel. Mir platzt gleich was. Was ist das hier? Ja, natürlich. Nee, scheiß auf die Starcoin, Junge. Ich will einfach nur raus. Oh, gib mir das Ziel. Gibt dir irgendwann Power-Up oder so? Nö. Warum auch? Safe State. Ich mach mal vorsichtshalber ein. Alles nur, um hier lebend rauszugehen heute. Schlangenblöcke sind echt mega nervig. Das ist komplett Kill. Komplett furchtbar. So, hi. Wie geht's, du blödes Baby, du? Ich mach dich fertig. Sehr gut. Ich hab's jetzt gescheckt, Leute. Ich bin Profi. Ich bin gut. Wirf. Bam! Bam! Seht mich an, Leute. Ich hab die ersten zwei Sweeps komplett ohne Safe gemacht, okay? Warum geht der hier so langsam? So. Holy shit. Yes, wir können nochmal speichern, sehr gut. Jetzt können wir auch Game Over gehen, wie wir wollen. Jetzt ist alles egal. Wir haben es jetzt so gut wie geschafft. Letztes Level, Leute. Ich weiß, was das für ein Level ist. Und zwar, das ist hier so ein Durcheinander-Level. Und zwar gibt es, glaube ich, irgendwie 100.000 gefühlt Wege, die irgendwo hinführen. Und wir müssen die richtigen Wege finden, um zum Bowser-Kampf zu kommen. Genau, und auch umgekehrte Räume. Also, ne? Können die Räume drehen. Eigentlich ein sehr kreativer Endboss-Level, muss ich sagen. Und mein Ziel ist es jetzt natürlich, ohne zu sterben,
Feuer? Hallo? Alles klar. Dann halt nicht. Umgeh First Fire, ja, siehst du? Voll gut. Voll gut. Junge, wie laut ist das Feuer bitte hier? Sehr laut. Oh, shit. Ah, das wird gut. Hast du einfach die Special Welt vergessen? Die kannst du dir sonst wo hinstecken, Junge. Dann sterbe ich. So, hallo Knochen. Knochen, ja, genau. Steinblock, hi. So, da ist der Schalter, sehr gut. Erstmal ein Power-Up gönnen. Und ein One-Up, auch sehr wichtig. Für die Checkpoints. Ich bin so gut. Nach Mario Boss DS kannst du ja noch endlos herausfinden bei Mario Maker 2 machen. Aber auch schwer. Ja, klar, 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 klar. Gar kein Problem. Geh mal weg. Geh aus! Was ist. Was ist denn los mit dem Feuer? Ich muss doch da hoch. Oder nicht? Ich meine, ich muss da hoch. Oder? Ich gehe da einfach auch rein. So, hallo. Ich esse heute einfach im Stream. Auch eine gute Idee, ne? Haben wir noch ein Video zu gucken. Also von daher. Leute, ich habe das Gefühl, das Stream dauert ein bisschen länger. Zum Mario Maker 2 Zeit habe ich einfach. Reden, Junge. Zum Mario Maker 2 Zeit habe ich einfach mal Streams gemacht, die einfach bis 2, 3 Uhr nachts gingen. Wer erinnert sich dran? Schreibt es im Chat. Die Mario Maker 2 Ferienzeit war sehr schön. So, jetzt ist die Frage, wo ich hin muss. Bin ein bisschen lost. Ich kam von oben, er hat sich gedreht. Also muss jetzt, glaube ich, nach oben. Kann das sein? Ich glaube ja. Guck mal, wir nehmen mal was mit. Ein Starcoin, weil ich ja so gut bin. Ja. Ich erinnere mich an das Level noch. Ich kenne mich. Applaus. Ich. Sehr gut. Applaus für mich in den Chat, Leute. Alles klar. Alles klar, du. Jo. Jo. Ja. Es gab keinen Checkpoint. Sehr gut. Sehr gut. Es gab einfach keinen Checkpoint. Alles klar. Ist ja egal. Wir haben jetzt hier 5 Leben. Alles gut. Alles gut. Haben wir 5 Leben. Jetzt, Leute, schaffen wir das, Leute. Ja. Jetzt oder nie. Jetzt wird alles wieder gut. Ich glaube dran. Profi auf jeden Fall. Ich hatte bis jetzt leider nicht so wirklich Zeit, Mario Maker 2 zu spielen. Oha, Lisa, was ist da los? So, moin. Sind wieder am Start. Beste Leben heute auf jeden Fall. Gab heute richtig gut hier. 1-1, ich bin begeistert. So, das war ganz traurig gerade. Ich konnte am PC Nachrichten schreiben, aber OBS dachte sich so, nö du, heute nicht mehr. Keine Ahnung, ich habe das Gefühl, OBS mag mich heute nicht. Kann mir keiner erzählen, ich kann Nachrichten schreiben, aber Stream geht nicht mehr. Oh, alles klar, du. Alles klar, du. Hallo, wir sind wieder da. Was ist denn heute los, ey? Habe ich jetzt eigentlich schon gedreht? Ja, ich habe gedreht, okay. Läuft wieder, sehr gut. Wir ziehen das halt noch durch. Ich mache jetzt hier nicht wegen einem Level einen neuen Stream. Das sehe ich nicht ein. Nur weil hier irgendeiner wieder denkt, heute nicht mehr das zu Ende zu bringen. Ah ja.
Mario sieht es dann wahrscheinlich selber nicht mehr ein. Ach, warum gibt es hier auch keine Checkpoints, ey? Was ist das für ein Scheiß? Ich muss ehrlich sagen, ich hatte das Spiel besser in Erinnerung, als es eigentlich ist. Ich dachte, das Spiel ist besser, jetzt mal Real Talk. So gut, wie ich es damals dachte, ist es nicht. Die Level sind genauso scheiße wie in allen anderen Mario Games. 3D World ist doch das beste Game. Ja, blöd gelaufen. 3D World ist doch das beste, Leute. 3D World einfach bestes Game. Ja, ist echt Betrug. Ist echt Betrug. Genau wie das hier. Ich streng mich hier so an. Alles ist viel Katz. Ist voll belastend. Oh! Puls Hamburg, wir haben ein Problem. Wir haben ein Problem, Odyssey vor allem. Polizei, wir haben ein Problem. Oh, und eben mal wieder von vorn. Ich mache hier bald ein Safe State, ne? 3D World ist auf jeden Fall am besten. Ich liebe 3D World und mal Odyssey ist auch ganz gut, aber gibt's Pilz? Na gut, ich glaube, ich hatte ihn immer. Aber 3D World ist einfach bestes Game. Muss man so sagen. Ja. Setzt mal einen Megapilz beim Final Boss ein, dann hat er. Was? Dann nach mach eine Staffeltage auf Bowser. Habe ich einen Megapilz? Ich glaube nicht. Das ist ganz belastend. Ich glaube, ich habe gar keinen. So, ganz ruhig. Alles wird gut. Wir schaffen das, wie unsere Mutti immer sagt. Wir schaffen das. So. Meine Lieben, wir schaffen das jetzt. Ich glaube an mich. So, alle Steinblock. Was soll ich da machen? So. Ich glaube, es gibt aber einen Checkpoint in dem Level hier. Ich glaube, es gibt einen. Aber ich glaube, der kommt erst irgendwann ganz, ganz spät. Oder halt vorm Endboss halt, ne? Weil das wäre ja echt scheiße, wenn man am Endboss stirbt und das ganze Level von vorne machen muss. Das wäre ja echt ziemlich belastend. Das glaube ich nicht, dass Nintendo so hart ist zu den kleinen Kindern, die dieses Spiel auch spielen können. Vorausgesetzt, sie schaffen es hierher überhaupt. Und nun? Hä? Und jetzt? Danke für nichts. Kann ich da rüber? Ha! Ich muss hier sogar rüber, alles klar. Alles klar. Bam! Hä? Hä? Warum dreht sich das jetzt nicht? Bin ich jetzt komplett los oder was ist los mit mir? Okay. Achso, hier war ich vorhin auch schon. Na gut. Was war denn das davor? Hä? Sehr komisch finde ich das. So, hallo. Oh, ich habe Angst. Ich will einen Pilz sofort. Mami, ich will einen Pilz. Ist da ein Pilz? Bitte. Dankeschön. Oh, ich fühle mich so erleichtert gerade. Alles wird gut, Leute. Wir schaffen das jetzt. Wir werden Bowser jetzt gleich besiegen. Und dann ist Ende. Dann bin ich erlöst. Scheiß auf das Darkcoin. Ich brauche meinen Pilz. Oh.
Holy shit. Oh, noch nie so weit gewesen. Jetzt wäre das was, komm. Was ist das hier? Alles klar. Hä? Was ist das? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Ich bin gerade... Oh! Ja, moin! Checkpoint! Ja, was geht denn ab bei dir? So, das muss ich erstmal hier richtig würdigen, würde ich mal sagen. Das speichern wir auch mal so ab. Weil hier kann ich, habe ich Chancen, gut weiter zu spielen. Okay, was ist das jetzt hier? Ist das so ein Rätsel jetzt mit dem Sound, wo jetzt richtig ist der Weg oder was? Nee. Doch, ist es, okay. Unten! Yay! Ah ja, wie glaube ich im ersten Mario Bros. Oder so. Und jetzt? Oben? Oha, jetzt müsste es in der Mitte sein. Oh, räudig, nichts räudig. Nur eine Betrugsabsicherung, weißt du? Wie soll ich da jetzt reinkommen? Gibt es eine Rolle hier in dem Spiel? Nö. Da muss ich ein kleiner Mario sein oder ein bisschen Anlauf nehmen, aber... Oh! Hallo! Hallo, Bowser! Was geht? Ich freue mich auf deinen Kampf. Lange nicht gesehen. Von links rutschen, ja, irgendwie so. Hallo? Was macht der jetzt? Boss-Time! Ja, mal, Leute. Leute, jetzt wird's heftig. Ich habe eine Feuerblume, sehr gut. Ich habe eine Feuerblume, der kann mir gar nichts. Ich habe eine Feuerblume. Der kann mir gar nichts. Wie viel Leben braucht der bitte? Ja, komm! Ha! Skill HD! Fius, du musst einfach nur erfolgreich decken. Lisa, ich habe erfolgreich gedacht und ich habe es geschafft. Oh, hallo Peach, was geht? Hallo, meine Süße, du! Ist das jetzt? Ist das jetzt? Nee, das ist noch nicht zu Ende, oder? Da kommt doch noch was, oder? Nicht! Das war. Ich dachte, da kommt noch eine zweite Phase. Ja, lol. Deswegen bin ich ja so sparsam mit meiner Feuerblume dran gewesen. Weil ich dachte, ja, da kommt ja noch was. Das war's. Yay, Leute, wir haben es überlebt. Skilliger am Ende als gedacht, ne? Muss ich sagen. Ja. Ja, das war's tatsächlich. Ich dachte, es geht noch ein bisschen länger hier. Ja, gut. Yay, wir haben es geschafft. Bin voll stolz auf mich. Ja, wir haben erfolgreich gedacht, Leute. Jetzt zeigt uns nochmal alle Level hier, ganz kurz gerade, bei den Credits. Wir haben nur gebraucht 2 Stunden heute, ja. Grundsätzlich gutes Spiel, ja. Aber ich muss sagen, die Welt 6 hat mir nicht gut gefallen. Also diese Welt mit den... Ne? Wie nenne ich das hier? Die Bergwelt, ne? Die Minenwelt. Die fand ich nicht gut. Jetzt Welt 8 war okay. Und gerade der Anfang war ganz nett. Wir waren zum Kotzen. Am Ende war schon echt ziemlich spammig, ja? Stream tot, nee. Diesmal nicht. Diesmal nicht, Junge. Verarschen kannst du mich nicht. Und Katzbold muss anscheinend los. Tschüss, hau rein. Ja, Leute, sehr gut. Wir haben es geschafft. Wenn du jetzt 100% machst, spende ich im nächsten Stream 100 Euro. Das kannst du vergessen.
ganz vergessen. Für 1000 würde ich es nicht mal machen. Obwohl, ja, da vielleicht dann doch, aber für 100 Euro niemals. Eher sterbe ich hier, ey. Als ich hier die 100% zu machen. Nee, du kannst das kannst vergessen, du. Ja, aber grundsätzlich ein sehr nettes Spiel und war auch mein erstes Mario Boss Game, was ich jemals gezockt habe. 2006 oder so. Aber ich habe einfach an sehr viele Sachen nicht mehr erinnert. Das war echt krass. Also die Stelle, wo der Monty in der Kanone war, an die Stelle konnte ich mir einfach mal so gar nicht mehr erinnern. Gar nicht mehr. An die Piranha-Pflanze schon hier, also an Mutant Piranha, die schon. Aber einfach so viele Sachen dabei gewesen, die ich gar nicht mehr kannte. Das ist ziemlich krass. Anscheinend habe ich schon Demenz oder so. Ich muss mich mal checken lassen oder so. Leute, 2006 bin ich geboren. Als ob. Kilian, wo bist du? Wir brauchen 1000 Euro. Genau. Kilian, Mann, wo bist du denn? So, ich trinke jetzt erstmal ein bisschen Apfelschorle, Leute. Prost. Das war sehr gut. Bin sehr stolz auf mich. Leider Game Over gegangen. War ich mein Ziel, nicht Game Over zu gehen, aber es war auch viel Betrug dabei, muss man sagen. Nicht alles war mein Verschulden. Es gab auch sehr viel Betrug. Das kann man auf jeden Fall schon so sagen. Leider. Sehr viel Betrug dabei. Ich trinke mal Apfelschorle. Ich auch. Ah, bin völlig fertig, Leute. Komplett fertig hier. Das war echt anstrengend hier. Oh, diese Stelle, ey. Hilfe. Rauspatchen. Wir brauchen ein Update. Völlig fertig hier. Hilfe. Das war hier, ey. Das war's heute mal wieder komplett, ey. Holy. Das war's wieder komplett. Eieiei. Ja, das letzte Level. Wir haben Bowser und Bowser Jr. besiegt. Und ja, der Sebi schreibt es gerade. Kommt gerne auf meinen Discord-Server, Leute, und schreibt mit mir ein bisschen und mit anderen Leuten. Discord-Server-Link jetzt gerade im Chat. Kommt gerne dazu, Leute, und schreibt mit mir und anderen. So, hi, Bowser Jr. und Bowser. Was macht ihr da so Schönes? Du schiebst ihn ab, okay? Ende. Sehr gut. Ja, jetzt können wir auch mit Luigi spielen, wie ich sehe. L und R plus A. Ah ja. Sehr schön. Ich wollte noch kurz zu den Minigames, Leute, falls wir jetzt schon hier sind. Falls, weil wir gerade hier sind. Die habe ich damals richtig geliebt. Vor allem der Gegeneinander-Modus war geil. Den können wir natürlich jetzt nicht machen. Aber hier Einspieler-Modus war auch sehr, sehr nice. Da gab es einiges, wie man sieht. Aber ich glaube nichts, was man jetzt ganz groß machen kann mit... Das ist alles mit Touch, ne? Spielen wir das hier kurz. So. Okay. Toadies, was geht? Ich habe das so geliebt, ne? Ich habe das so oft gespielt, irgendwie diese ganzen Minigames hier. Ganz nett eigentlich. Ah, komm. Jetzt natürlich aus der Übung natürlich draußen. Ich war da mal ganz gut. Ich war. Ja komm, läuft doch ganz gut, ne? Naja, so halb. Yay, 4 habe ich geschafft. Bin voll stolz auf mich. Yay! Ja, wahrscheinlich. Komm, ich zeig's dir, komm. Ich zeig's dir, bin voll gut. So. Bam.
Bam. Bam. Bam. Bam. Bam. Siehste? War schon besser. Ha! Doppelt so viel! Die Toads rasten halt komplett aus. Ja, guck mal, die sind richtig im Hype. Die sind richtig im Hype. Siehste? Richtig krass ist das. So. Welches war noch ganz krass? Ich weiß gar nicht mehr. Was ist das hier? Bombenstimmung, Leute. Okay, wir müssen wieder Schleuder verwenden, alles klar. Bomben! Wir müssen die Bomben vom Himmel holen und zerstören. Die armen Toads! Die drehen einfach komplett durch. Bombenprank! Ist der Apo da, oder was? Der Apo rät. Warum machst du wieder Bombenpranks? Was soll denn das? Bin voll enttäuscht von dir, Junge. Warum du wieder Bombenpranks machen? Das gehört sich nicht. Bin voll gut. Keiner kann das besser als ich. Guckt euch diesen Skill an. Bin einfach Profi. Voll gut. Zumindest so halb. Okay, langsam wird es ein bisschen brenzlig. Ja, kauft euch das beste Spiel, Leute. Das braucht ihr alle. Alleine für die Bomben. Für die Bomben-Pranks. Oh no. Ja, was ist denn da los? Was ist... Ey, wie lange geht das jetzt hier? Nein! Nein! Okay, wir haben noch Blumen. Alles wird gut, Toads. Alles wird gut. Ich bin voll gut. Keiner kann das besser als ich. Das wird hier ein neuer Rekord. Oh oh. Läuft echt nicht so schlecht, oder? Guckt gleich mal wieder in den Chat, Leute. Keine Sorge. Ich habe hier gerade ein paar Probleme. Mein Himmel besteht nur aus Bomben. Ja, kümmert sich dann hier um den Luftraum. Das geht so nicht. Holy, was ist hier los? Lol. Ich bin voll gut. Hier ist ein Minigame-Skill. Ich sag's ja immer wieder. Das habe ich auch mehr gespielt als das Aufspiel. Lul. Nein! Nein, die Blumen! Scheiße. Ey, das war... Ja, guckt euch das an hier. 35.300. Da kann mir keiner was vormachen. Richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's heute mal wieder komplett. Völlig fertig. Und deswegen habe ich jetzt auch Hunger. Hunger. Abendessen so langsam. Ja, das war's im Grunde für heute. Alter, nicht schlecht, ja. Voll gut, ne? Wir sehen uns natürlich noch zum letzten Video für dieses Jahr, ne? Ihr wisst Bescheid. November. Dezember. Am letzten Tag kommt der Jahresrückblick, Leute. Und die Auflösung vom Toad Rant Gewinnspiel. Ja, an das Spiel hat's. Ich dachte, ich bin ein bisschen schneller durch, Let's Storm. Ich dachte, das geht echt ein bisschen schneller. Aber nein. Nein! Das hat gedauert. Ja, das war's für heute, Leute. Dankeschön fürs dabei sein und ja, das war der letzte Stream in diesem Jahr. Oh mein Gott. Bis in 2 Tagen zum Jahresrückblick, Leute. Haut rein und tschüss, ihr Toads. Daumen hoch zum Abschluss heute und komm auf meinen Discord-Server und folgt mir auf Twitter. Tschüss. Man sieht sich. Haut rein und ja, schönen Abend euch, ihr.
Oberzingen. Seid ihr noch da? Seid ihr noch da? Was war deine Stimme? Was meinst du? Hallo? Seid ihr noch da? Hallo? Ich kann den Stream nicht beenden. Was ist mit meiner Stimme vorne von mir? Habe ich so eine zu... Ja. Bin ich heiser? Ich glaube, ich habe ziemlich hart heute hier geraged. Sehr tief. Hä? Ich höre mir jetzt mal selber an, warte mal. So schlimm? Ich sag's im Tiefen. Moin! Warum kann ich den Stream nicht beenden? Es geht nicht. Leute, man sieht sich vielleicht immer wieder. Zu tief und gehackt. What the fuck, Alter? Ich drauf Stream beenden, es funktioniert nicht. Sehr gut. Ich sag ja, das wird heute 24 Stunden Stream. Ich kann ihn nicht beenden. YouTube, ich liebe dich. So, ich gehe jetzt einfach. Mir doch egal, ey. Hey, was für Stimmenverzerrung? Wollt ihr mich verarschen oder was? Was für Stimmenverzerrung? Tucker Joe, gerade zu Ende. Ja. Ja, man sieht sich, Leute. Hey, was habt ihr gegen... What the fuck, Alter? War die nicht immer so? Hey, klingt's anders. Hey, ich hab nichts gemacht. Ihr wollt mir einfach abkastieren, ey. Ich geh jetzt einfach. Tschüss. Darf ich jetzt ins Spiel beenden? Tschüss. Bis zum nächsten Jahr, Leute. Ich komme dann mit einer anderen Stimme wieder hier, ey. Ihr wollt mich alle verarschen, ey. Tschüss. Beende den Stream! Hä? Ich kann ihn nicht beenden. Hallo? Alles klar. Ja, dann macht mal euren Scheiß hier alleine weiter. Ich bin jetzt weg. Tschüss. Mami, ich gehe jetzt essen. Ich kann den Stream gar nicht beenden, Mami. Deswegen, ja. Oh, die legt noch Pommes. Sehr gut. Pommes. Sehr gut. Oh. Machen wir mal aus jetzt hier die Scheiße. Brauchen wir nicht mehr. So. Lecker. Und die Pommes sind von heute Mittag ein bisschen hart schon geworden hier. So, ein bisschen auf Twitter jetzt unterwegs sein hier. So. Warum bin ich. Aus welchem Grund bin ich jetzt auf YouTube ausgelockt? Haben die mich gebannt oder was? Was zur Hölle, ey? Abgemeldet, ja, was für abgemeldet? Ich bin ziemlich gut abgesehen, oder was? Ich glaube es nicht. So, darf ich jetzt enden? Was habt ihr gegen meine Stimme? Wollt ihr mich verarschen alle oder was? Ich höre jetzt mal selber rein hier, ey. Was habt ihr gegen meine Stimme? Wollt ihr mich verarschen alle oder was? Hä?
Die klingt echt ein bisschen anders. Was ist passiert? Was ist passiert? Ey! Ja, ey, das war's komplett. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Leute. Hauen Sie rein. Und sieht sie beim nächsten Mal. Tschüss. Darf ich jetzt beenden? So, tschüss. Man sieht sich.